und durch. Tja, tja, tja. Der Ex-König ist zurückgekommen, um Ansprüche auf seinen Thron zu erheben. Ja. Vergiss nicht, ihn beim Rausgehen abzuwischen, Isma. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Ich frage mich, wie viele Untertanen... Ich hoffe, der meint den Thron. Gewinnt. Nicht viele, nehme ich an. Das ist immer noch besser, als eine abscheuliche, widerliche Frau auf meinem Thron zu haben. Wie absurd. Ein sarkastisches Lama, das ich für einen König... Mal gucken, wie übertrieben schwer der Kampf jetzt wird. Jetzt wird's ernst. Lamas first. Ja, so ist's besser. Ah, nicht zu nah. Muss ich sie abschießen? Ach so. Was steht da sind... Ah, jetzt verstehe ich's. Gut, das wird eng. Was? Warum trifft die mich denn von da, sage mal? Okay, ich habe schon verstanden. Ich muss mir da so eine Art Treppe draus bauen. Geht das wieder hoch, wenn ich jetzt drauf schieße? Ja. Wow. Was steht heute zur Auswahl? Uff. Was steht heute zur Auswahl? Ich lasse ihn noch mal werfen. Du kommst mal ganz runter. Nee, ich glaube, es ist schon ganz unten. Nee, komm da nicht rauf. Aber ich glaube... Nee, jetzt. Was steht heute zur Auswahl? Wenn ich wenigstens laufen könnte, während ich in der Lama-Sicht drin bin. Na. Was steht heute zur Auswahl? So. So müsste es hinhauen. Ah, jetzt muss ich natürlich nur noch treffen. Du hast vielleicht deinen Thron zurückgewonnen, Cusco. Aber ohne diesen Zaubertrank wirst du nie wieder ein Mensch sein. Diese Laufanimation. Zieh den Hebel, Kronk. Patscha! Jetzt, wo du deinen Thronsaal wieder für dich hast, brauchen wir dich nur noch in einen Menschen zurückzuverwandeln. Nur noch. Sag mal, wie kommt es, dass du nie da bist, wenn ich in großer Gefahr bin? Ich möchte mich nicht in Dinge einmischen, die mich nichts angehen, Majestät. Genau. Isma hat immer noch den Zaubertrank, der mich wieder in einen Menschen zurückverwandelt. Aber wie werden wir sie kriegen? Ich kenne schon einen geheimen Zugang zu den Katakomben. Einfach mir nach, ich weiß schon, was zu tun ist. Es gibt 7 Geheimnisse, ich habe 1 gefunden. Alter, das war mir jetzt einfach zu blöd alles. Okay, Leute. Hier mache ich noch mal einen kurzen Cut.
Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, ein Königreich für ein Lama. Und jetzt geht's in die Katakomben. Das wird ein Spaß. Okay, Leute, die Katakomben sind noch ein extra Level. Okay, ich glaube, Kapitel 1 mache ich noch. Damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Ein Königreich für ein Lama. Und ich bin schon gespannt, schlimmer als der Palast kann es kaum werden, hoffe ich. Sag mal, warum hat sie diesen Hebel überhaupt? Och Mann, jetzt sieht man den Film gar nicht. Ah. Na gut. Cusco, bleib in der Mitte. Oh, Achterbahn fahren. Automatisch umdrehen. Okay, das ist ein bisschen komisch. Ja, keiner weiß, warum Isma diesen Knopf hat. Und erstmal runterfahren. Okay. Achso, ich muss gar nicht drücken, das geht dann wirklich automatisch, okay. Festhalten. Ah, oh, okay. Okay. Aber irgendwie hätten sie sich das hier auch noch sparen können, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ich finde das hier ein bisschen unnötig. Es ist ganz lustig, eine ganz lustige Idee, aber... Okay, da lieber nicht drauf kommen, alles klar. Hui! Das ist schon ein ganz lustiger Eingang für das Geheimlabor. Ups! 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 Achso, jetzt ist die Steuerung umgedreht. Ah, okay. Tada! So wird das gemacht. Ja, ich habe nicht alle Münzen erwischt, ich weiß. Hehehehe.
Okay, das wird schon wieder so ein übertrieben kniffliges Level, das sehe ich schon. Das ist ein bisschen aus Mario abgekupfert. Okay, Leute, aber hier mache ich einen Cut. Ich glaube, es reicht jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder in den Katakomben bei Ein Königreich für ein Lamm. Tschüss. Bin ja schon ziemlich gespannt, was da jetzt noch kommt.